Und es geht weiter hier mit Mafia 3, die Definitive Edition, mit der vierten Folge, die auch eine besondere Folge ist, denn das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich mit neuen Einstellungen mache und jetzt auch richtig aufnehme. Ich wollte nur ganz kurz hier rein, genau, weil ich gesehen habe, dass hier Energie ist. Ich bin die ganze Zeit eben auf und ab gerannt, um das hier alles hinzubekommen und es sollte jetzt halt tatsächlich gehen, ich hoffe es einfach mal. Denn es geht darum, sichere Zufluchtsorte. So ein Plätzchen, die Geburt, in dem du die Verbindung und Geschäftspartner treffen kannst. Okay. Sehr gut. Also hier ist ein sicherer Zufluchtsort. Hier kann ich mich also treffen. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Elektrische Bauteile. Du hast ausgebaute elektrische Bauteile gefunden. Vielleicht kannst du die mal gebrauchen. Das kann sein. Ich habe, ich wollte, ne, ihr wisst ja, dass ich halt immer versuche, Maximum aus den Videos rauszuholen. Versuche ich. Was? Nein. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Nein. Das versuche ich ja schon immer. Also, und auch, dass die Qualität ein relativ hohes Niveau hat. Ich mag es einfach persönlich sehr gerne. Auch auf einer höheren Sache dann aufzunehmen. Und deswegen habe ich jetzt, jetzt auf 2K eingestellt. Und ich hoffe einfach mal, dass alles klappt. Ich werde die Folge jetzt auch nochmal durch aufnehmen. Also bleibt tatsächlich auf 60 Bilder. Also gehe ich mal von aus, das ist auch alles sonst normal. Hoffe, dass alles klappt. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt wird. Genau, ich wollte einfach auf 2K machen. Also einfach ein bisschen höher, also 2K. Hochgerendert wird es auf 4K, aber es wird in Wirklichkeit, also ich nehme es auf 2K auf, das kann man hier auch sehen. Das kann ich halt so ganz kurz mal zeigen. Dann machen wir die Folge halt ein bisschen länger. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das alles klappt. Aber es ist jetzt halt tatsächlich mal so ein bisschen, ich habe das schon mal ausprobiert. Mit 2K und 4K und so. Und da ging es, jetzt geht es und ich hoffe, es klappt auch wirklich, aber jetzt ist halt hier der Test. Der Abschlusstest, aber das, wie gesagt, ich finde, am Ende muss man, das will ich in der richtigen Aufnahme probieren. Ich hoffe, dass die Folge klappt, ich werde sie mir im Nachhinein mal angucken, wie es wird und ich hoffe, dass alles klappt. Mit 2K. Na gut, Leute, da würde ich sagen, quatschen wir nicht länger, sondern legen jetzt auch endlich mal los hier mit zu Donovan. Der wartet, glaube ich, schon die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit hier auf und ablaufe. Von mir aus kann es losgehen. Ja, ich von mir aus auch, nur muss halt anstellen. Nee, es wird hoffentlich toll mit 2K, 4K hochgerendert, weil ich dachte, warum nicht? Was? Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich je gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwieriges anders zu machen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hat mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zopfst, hast du sie am Hals. Ach so, na, ganz toll. Also heißt es auf Deutsch, wenn ich was mache, dann werde ich dafür erschossen und wenn die auf mich schießen, wird weggeguckt. Ach, wie schön. Ja, ich hoffe auch mal. Oh, da ist noch was. Warte. Ja, obwohl, unbedingt später. Wir kommen bestimmt hier nochmal vorbei.
Und ich wollte das Grüne da holen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier währenddessen aussteige, wird mir das nicht gefallen. Ja, wir gucken einfach mal. Also hoffentlich klappt mit 2K, wie gesagt, ist auch jetzt ein Test. Eine Folge jetzt erstmal, ja, seht es mir nach, wenn es ja jetzt nicht ganz gleich die perfekte Folge ist. Es ist halt, wie gesagt, mit, wenn man höhere Qualität will oder was Neues machen will, ja, als Maul. Wenn man höhere Qualität will, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig. Also das gleich, dass gleich alles klappt. Ich will natürlich immer, dass gleich alles klappt, aber ja, die Realität sieht leider auch anders aus. Aber ich hoffe, dass wir das alles hinbekommen. Ich glaube, es ist ja auch jetzt auch nicht... Wir müssen aber mal gucken. Aber ich glaube schon, dass wir es hinbekommen. Also das kriege ich schon irgendwie hin. Das ist nämlich was ich gerne machen will, was ich schon lange machen wollte. Was ich jetzt auch rausgefunden habe, wie man das rendert. Ja. Und jetzt machen wir das so. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Na gut. Oh. Alter, bitte erstmal dagegen. Und hops. Hol deine Sachen. Ich muss es aber tun. Willkommen daheim, mein Junge. Was zum Geier? Die Vergangenheit holt dich ein. Oh mein Gott. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Überwältigungen auswählen. Okay, also wir können wohl entscheiden, ob wir töten wollen oder nicht. Oder wie, oder was? Auf was ist jetzt eingestellt? Nahkampf? Tödlich. Nicht tödlich. Tödlich. Wir nehmen tödlich. Ich finde einfach, warum wir... Also ich finde nicht tödlich total Quatsch. Wenn wir sowieso alle umbringen wollen, finde ich jetzt echt Quatsch, wenn wir dann aber mal sagen, die aber den und den und denjenigen bringen wir aber nicht um. Deswegen werden wir alle abmurksen. Ich mache da jetzt keine, wir machen da keine Kompromisse. Normalerweise bin ich ja so und sag, töten eher nur, wenn es sein muss. Aber hier zu Lincoln passt es meiner Meinung nach am besten, wenn er da Leute gleich die Kehle schneidet. Draußen im Kampf. Und alles Geld, was das der Boy in der Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht unterkommst, verlierst du einen Großteil davon. Also bunkerst du wieder im Safe. Nutze den Safe, um Sammys Killer mit Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Oh ja, ach so, okay, dann muss ich das einsacken oder wie? Also, ah, okay. Oh Gott, okay, dann muss ich echt, oh Gott, nein, dann muss ich echt dran denken. Neue Outfits verfügbar. Oh cool, neue Outfits.
Ja, genau, jetzt gibt es ja auch Outfit. Das gab es damals nicht, als es rauskam. Mittlerweile gibt es sowas. Ja, Kampf, das haben wir ja gerade an. Das haben wir gerade an. Das, nee, das nicht. Ja, sie sollten es. Achso, mach dich kampfbereit in deiner Militärjacke und Jeans. Sie sollten sehen, dass du kommst mit der kompletten militärischen Ausrüstung. Schüttel deine Verfolger ab mit dieser aktiven militärischen Ausrüstung. Nenn Schale nicht im Preis eingeschlossen. Formell, Baby. You are rich, man. Dann zieh dich auch dementsprechend an mit diesem Dreiteiler. Gibt dir einen professionellen Anschein mit dieser Kombination aus Weste und Anzugshose? Vorsicht, Blutfänken. Geh ganz schwer raus. Aus dieser Kellneruniform aus dem Retour-Yacht-Club, okay? Geh zum Club. Zum Golfclub nämlich. In diesem farbenfrohen Poloshirt. Ah, auf aus der Geschichte und anderen Abenteuern. Fahre Rennen in dieser südstylischen Hangar 13 Jacke mit passenden Rennhandschuhen. Du bist schwarz und stolz. Zeig es ihnen mit dieser Lederjacke, dem Rollkragenpulli und einer schwarzen Hose. Mach auf hochoffiziell mit dieser Uniform der Federal Reserve. Mach dir in diesem Outfit die Hände schmutzig, inspiriert von Point Verdun's Lieblingssohn. Jeder sieht besser in schwarz aus. Verschmelzt in diesem Outfit mit dem Schatten. Inspiriert von Cassandras Lederjackenkombination. Ja, diesen klassischen Klamotten inspiriert von Vito Skeletta. Okay, lege einen Ständer an, leg den Unterhemd ab und rocke das Outfit. Vicky ist selbstbewusst in diesem Outfit verarschtreter. Schließe zum Freischalten Kopfgeldaufträge ab. Storyaufträge, okay. Ja, genau, das ist Tommy's Angelos Ding. Ja. Ich finde. Also, ich weiß nicht, aber. Wo ist denn hier Licht? Ja. Meiner Meinung nach. Würde ich was anderes nehmen. Machen wir erstmal auf Action. Genau. Aber mal so. Es gibt ja eigentlich coole Outfits. Ja, können wir mal nach und nach uns mal angucken. Wir machen mal das klassische Standard-Outfit hier. Es ist wie gesagt auch jetzt nicht so gemacht wie in den anderen Mafia, also wie Mafia 2, dass man so wirklich so ein Outfit hat und sich dann irgendwie für Missionen schön einkleidet. Aber hier haben wir auch keinen Boss. Also. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Folge von Native Sun. Ich bin euer Gastgeber, Remy Duval. Tja, was passiert in eurer Welt an diesem Wochenende, liebe Hörer? Ich jedenfalls habe meinen Samstag genau geplant. Ich ziehe einen guten Anzug an, dann lasse ich mir die Haare schneiden und anschließend gehe ich essen mit 31 ganz besonderen Amerikanern. Ihr fragt euch sicher, wer diese Leute sind, die mich dazu bringen, auszugehen, statt den Abend mit Miss Marcano zu verbringen. Das werde ich euch sagen. Miss Marcano. 31 junge Männer, Helden, die gerade aus Vietnam zurückgekehrt sind, wo sie für dieses Land gekämpft haben. Und wir haben vor, sie anständig zu empfangen. Ich höre nämlich öfters, dass unseren Jungs nicht der Empfang bereitet wird, den sie verdienen. Sie lassen ihre Heimat und ihre Familien zurück. Und wenn sie wiederkommen, versuchen diese Pazifisten und Hippies, sie fertig zu machen. Nein, Sir. Nicht in meiner Stadt. Nicht in New Bordeaux. Diese Burschen kommen aus South Downs, aus River Row, aus Point Verdon. Und wir laden sie zum Essen ein. Wir werden mit ihnen feiern. Doch nicht jeder sieht das so wie ich. Wie wir. Ihr wisst, wen ich meine. Diese Demonstranten. Die Demonstranten, die unseren Veteranen sagen, sie seien nicht willkommen. Also, ich bin ja nicht wütend auf sie. Nein, bin ich nicht. Ich glaube, die leiden einfach ein bisschen an Verwirrung. Sie wissen nicht, wie sie sich einbringen können. Aber sie denken, jeder, der das tut, macht was falsch. Wörter wie Loyalität und Tradition sagen ihnen nichts. Nein, alles angestaubte alte Konzepte. Gott genauso. Und das Land und die Freiheit bedeuten ihnen auch nichts, denn sie sehen, was das alles kostet und fühlen sich überfordert.
Aber wir heißen unsere Helden willkommen. Wir setzen ihnen ein schönes Essen vor und danken ihnen für alles, was sie für dieses Land getan haben. Übrigens, der alte Remy spendiert die ganze Feier. Ganz recht. Das Einzige, was unsere Gäste mitbringen müssen, ist Hunger. Wenn ihr also zuhört und einen Veteranen kennt, der gerade frisch zurück ist, dann schickt ihn runter in den Yachtclub in Frisco Fields. Samstagabend um 7. Wir werden die Jungs ordentlich verwöhnen. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ich finde, wir sollten die Radiosendungen, also diese, die so schön synchronisiert werden, schon anhören, weil die sind echt cool gemacht. Ich finde das geil. Also ich muss sagen, das ist selten, dass ein Radio auf Deutsch synchronisiert wird, selbst wenn das Spiel auf Deutsch synchronisiert ist. Finde ich gut. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Wie in alten Zeiten, warte auf die Haitianer. Der Weg allen Fleisches. Zwei Story-Aufträge? Was? Okay. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge hier weitermachen. Dann passt das ja auch so. Haben wir hier so ein bisschen die Auferstehung von unserem lieben Lincoln Clay gehabt als Thematik heute. Dann würde ich sagen, das passt. Und dann machen wir beim nächsten Mal mit den Haitianern weiter. Und ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, dass alles geklappt. Bis dann, euer Pyrus. Tschüss.